Und damit hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind wieder auf dem Nationalforst Yellow Rock. Was heißt wieder? Normalerweise haben wir die letzten Sachen immer in der Tiefebene gestartet. Auf jeden Fall sind wir auf dem Nationalforst. Wir haben in der letzten Folge mit dem Caterpillar 745C die erste Lieferung mittelgroße Stämme hier hingebracht. Und der Plan für heute ist, wir machen die anderen beiden. Der Caterpillar saugt auf jeden Fall wie ein Irrer. Aber ich denke, sprittechnisch sollte das jetzt heute hier reichen. Also, zumindest, oh Gott. So, zumindest für die beiden Touren. Wir haben ja genug Sprit noch hier. Der 6 steht da unten. Mit 1000 Liter Sprit. Wir haben den Priceup noch. Der hat noch irgendwie 200 Liter Sprit, glaube ich, drin. Oder 300 von den eigentlich 500. Moment, stopp mal. Ich muss hier mal ganz kurz Sachen aus dem Weg fahren. Erstmal den Motor anmachen. So, Motor abstellen. Nee, ja. Und dann fahren wir den mal hier neben. Und dann fahren wir hiermit weiter. So, genau. Plan, wie gesagt, die beiden Stämme zu holen. Hatte ich eigentlich schon gezeigt, wo ich hin will? Wir fahren erstmal zu dem Balkenrahmen hier. Ich habe mir mal eine mögliche Route gesetzt, dass wir hier auf die Straße kommen. Dann hier geht ein Weg rein, dass wir hier die erste Lieferung gucken können und dann hier wieder zurückfahren. Das ist zumindest so der Plan für die erste Fuhre. Das ist so... Ach, hier ist Brucheis. Aber Gott sei Dank nicht allzu viel. So. Halt mich mal hier so ein bisschen immer am Rand, also in Ufernähe. Der Cut kommt da normalerweise ganz gut durch, also außer es ist wirklich so tief, dass wir mit, nämlich mit der Schnauze vorne in dem Eis hängen, dann wird es doch schwierig. Was habe ich mir gerade dabei gedacht? Ich hätte nicht das wissen können, dass dieser Baum nicht geht. Hey. Also eigentlich weiß ich das auch, dass dieser Baum nicht geht. Naja. Ich will hier gar nicht so weit ins Eis. Lass mich mal bitte hier wieder rum. Danke. Wir müssen, glaube ich, hier mal auf die andere Seite rüber. Und da hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir hier ordentlich durchkommen. Ja, passt. Gut. Ich bin mal gespannt, wie lange wir heute brauchen, so rum, für die erste Lieferung. Ich bin ja jetzt auch stur, ne? Ich hätte mir jetzt noch sagen können, hey, wir nehmen ein anderes Fahrzeug, aber nö. Die nehmen wir. Das ist auch mal wieder eine Herausforderung. Also wirklich
gerade weil er halt Sprit schluckt wie so ein Irrer. Und weil er halt ein Vanillefahrzeug ist. So, ich wechsle hier schon mal wieder die Seite. Und dann müssten wir hier vor uns, ja genau, hier vor uns ist schon die Straße. Sehr schön. War gar nicht so lange gebraucht. Versucht dann gleich mal in den Hochgang zu schalten hier. Und dann fahren wir hier hoch. Ich finde gerade beim Cut so, merkt man das extrem, wenn man die Differentialsperre nicht anhat hier, ne? Wie oft die Reifen hier durchdrehen. Das ist ziemlich... und ich glaube, da müssen wir hier schon rein, ne? 18 Meter, ja. Ah cool, dann haben wir unser erstes Ziel ja schon erreicht. Nee, so. Ach, den Cut und Lenken. So. Ach komm hier rum jetzt. Dicke Lady. So, das mit der Aussage, dass die Schuld gerne auf denjenigen schiebe, der mir das eingebrockt hat oder der vorgeschlagen hat, ist natürlich nur Quatsch gewesen. Das macht ultra Spaß und wenn ich grundsätzlich keine Lust darauf gehabt hätte, irgendwie mit dem zu fahren, hätte ich das einfach nicht gemacht. So, ne? Sollte nur immer klar sein. Gut. Beladen haben wir, jetzt fahren wir wieder zurück. Hallo? Achso, sollte auch wieder in den Vorwärtsgang schalten. Ja, das war, ne, ist natürlich nur Spaß. Grundsätzlich ist das auch übel. Also, irgendwie. Und die Idee an sich finde ich auch cool, den mal wieder ins Spiel zu bringen. Ich meine, ich hätte ja auch gucken können, ob es dafür eine Mod gibt. Mit Sicherheit eine Mod für den Caterpillar. Nicht mehr. Also, ne? Aber nee. So. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Dass wir nicht wieder dumm umkippen. Problem ist ja nur. Dass der Caterpillar ja dadurch, dass das hier so ein Gelenkfahrzeug ist, weiß nicht, wie man sowas nennt, ich nenne das jetzt einfach mal Gelenkfahrzeug. Da waren wir einen Ticken zu weit rechts. Aber da. So. Dass der ganze Aufbau hinten hier ein bisschen stabil ist. Dafür hat er ja eigentlich
So ein recht breites Fundament. Also so einen recht breiten Radstand. Was uns vielleicht auch hilft, eher nicht zu kippen. So, wie machen wir das jetzt? Ich fahr schon mal hier rüber. Wenn wir vorhin auf der anderen Seite hier gefahren sind, aber wir mussten ja an einer Stelle, mussten wir ja so ein bisschen hier rüber. Nee, nicht kippen. Schön gerade bleiben. Baum. Russischer Panzerbaum. So, nur einen Ticken zurück. Dann fahren wir hier links. Der Seite waren wir auf jeden Fall schon hier. Achso, genau, das ist auch unsere Überfahrspur. Genau. Nehmen wir einfach die Spuren vom Hinweg jetzt. Sehr schön. Hier ist wieder ein bisschen schräger. So. So. Die Frage ist, ich bleib jetzt einfach komplett auf der linken Seite, würde ich sagen. Weil jetzt hier, wenn die dicke Lady hier rum will. Nee, löst mal bitte, danke. Fahr ich hier auch rum. Dann fahren wir auf der Seite des Ufers weiter. Nicht zu schnell rückwärts fahren, nicht, dass wir wieder irgendwo aufsetzen. Gott sei Dank kippt der Link um, da war ich mir gerade nicht so sicher. So, aber wir brauchen das schon wieder echt lange für die Eigenlieferung, ne? Na, ich fahre hier außen rum. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Dann machen wir heute halt vielleicht nur eine Lieferung. Mal halt nur gucken, was wir mit dem Sprit hinkommen, aber das ist ja nicht mehr so weit. Das ist ja nicht mehr so weit, das schaffen wir schon. So, hier drüber. Also langsam komme ich auch in die Steuerung vom Kart wieder rein. Ist ja doch ein bisschen anders zu lenken als alle anderen Fahrzeuge. Hey, wir hatten doch noch so ein ach, der Azov Eisberg steht ja da oben. Der hat ja noch so ein
Gelenkdings. Oder generell der Asa von der Arktik, ja. Ein Watchpoint in Yellow Rock. So. Wenn wir nur noch die letzten Meter den Berg hier rauffahren. Aber sprittechnisch haben wir echt komplett ausgelastet, ne? Und gut, ich habe auch die ganze Zeit den Allrad jetzt angelassen. Also den könnten wir ja noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle ausmachen. Dann sparen wir ein bisschen Sprit. Aber huiuiui. Das ist wild. Differentialsperre können wir, glaube ich, so oder so ausmachen. Moment. Ja. 44, der ist ja. Eieiei, das ist ja wirklich eine Punktlandung hier mit dem Sprit. Wollt ihr nicht zwingend mitschieben. So. Mittelgroße Stämme. 2 von 3. So. Die nächste Fuhre. Moment. Können wir ja schon mal vorbereiten. Ist ja noch eine. Die wäre doch viel näher dran gewesen. Warum habe ich die nicht genommen? Okay, dann machen wir die doch noch heute. Dann machen wir die doch heute. Weil die ist ja ultra nah dran. Habe ich die vorher nicht gesehen, weil die im Schatten lag? Das kann sein, ne? Würde ich jetzt mal tippen. Dann machen wir den auch fix. Muss hier aber mal rückwärts zurücksetzen. Ja, arme Price-Zip-Anhänger wird einfach nur hin und her geschoben. So. Wenn die halt so nah dran ist, dann machen wir die noch fix. Oder eigentlich die andere, die ein bisschen weiter oben ist, würde ich nehmen. Hier, die da. Deswegen dachte ich jetzt, das würde wahrscheinlich wieder einen Rahmen sprengen. Aber hey. So haben wir doch 2. Die 200 Meter, die hier weg ist, gefühlt, haben wir jetzt noch schnell abgefrühstückt. Im Endeffekt müssen wir jetzt eher nur das Stück zurückfahren, wie wir eben da auf dem Rückweg zum Lager gefahren sind. Also hier so ein bisschen längs. Ja, und dann sollten wir da gleich ankommen, beladen einmal und dann haben wir auch die mittelgroßen Stämme. Gefrühstückt. Ach komm schon. So. Bisschen daran vorbeiziehen. Das reicht nicht. So. So kommen wir doch hier vorbei.
Läuft doch, oder? Das läuft doch. Da ist er doch schon. Unser Verladepunkt. Zack. Machen wir hier mal rein. Komm, lass uns hier rum. Stopp. Zu spät. langsam zurück. Und wieder vorwärts. So. Und dann drehen wir jetzt einfach um. So. Sehr schön. Gut. Okay. Also. Das heißt, wir fangen beim nächsten Mal mit dem zweiten Teil des Auftrags an. Das heißt, wir werden mit ziemlicher Sicherheit wieder in der Tiefebene starten. Ich glaube, das meiste Zeug, was wir da brauchen, müssen wir eh von da fahren. Also starten wir dann wieder wie gewohnt aus der Garage. Und gucken mal, was wir dann hier alles noch rüberschippern können. Dann sind wir, denke ich mal, entweder beim nächsten, also ja, wahrscheinlich eher in der übernächsten Folge, sind wir halt wirklich schon mit allen Aufträgen durch. Ich hatte auf dem SnowRunner Discord auch schon gelesen, dass die neue Season, also der neue Patch quasi, die vollste Arbeit ist, aber die sind noch nicht fertig, um den rauszubringen. Das heißt, es wird bestimmt noch so, denke ich mal, 1-2 Wochen dauern, bis der auf dem PDS kommt. Auf dem PDS ist erfahrungsgemäß ja dann auch so mindestens 2 Wochen, wenn alles gut läuft. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, wirklich nochmal halt in alte Gebiete reinzuschauen oder auf eine Modkarte weiterzuspielen. So, ich hatte schon einen Kommentar drunter, ich soll doch Red Canyon spielen. Red Canyon habe ich gespielt. Ich habe es zwar nicht durchgespielt, aber Red Canyon habe ich doch recht gut angespielt. Also auch was die Aufträge angeht, glaube ich. Da waren wir schon ein bisschen unterwegs. Problem ist nur, ich habe die Mod runter, also weil ich ein bisschen aufgeräumt hat, die Mod wieder runtergeschmissen. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich wieder komplett von vorne anfangen. Deswegen würde ich eher sagen, wenn ich auf einer Mod-Karte weiterspiele, dann wird es wahrscheinlich Meteor sein, weil da haben wir ja nur einmal reingeschnippert. Aber gucken wir dann mal. So, Stufe abgeschlossen. Genau, jetzt haben wir noch die Ersatzteile, die sind ja schon neben uns. Kraftstoff und Fahrzeug. Wobei, müssen wir dafür wirklich von drüben starten? Ich guck mal kurz. Kraftstoff kriegen wir ja hier. So, Ersatzteile. Kraftstoff. Fahrzeugersatzteile. Sind die auch hier mit drin? Ja. Okay, dann starten wir doch von hier. Haben wir jetzt hier natürlich an den Preis nicht dran. Die Fahrzeugersatzteile haben wir sogar schon hier. Das heißt, wir müssen wirklich nur die Ersatzteile und den Kraftstoff holen. Das heißt,
Der Kraftstoff liegt ja hier. Das heißt, das schaffen wir in der nächsten Folge. Genau, dann fahren wir in der nächsten Folge einfach hier rüber. Laden hier. Haben wir einen Kran dabei? Haben wir einen Kran dabei? Warum habe ich eigentlich den Motor noch an? Der Actros, der Cetros hat auf jeden Fall einen Kran. Habe ich auf dem Eisberg einen Kran drauf? Nö. Wahrscheinlich fahren wir dann mit dem Cetros in der nächsten Folge. Dann können wir nämlich hier den Kraftstoff einsammeln, hier die beiden Ersatzteile holen und fahren dann hier hoch. Also technisch müsste das aufgehen, ne? Wir haben ja, jo, einen Hänger mit bei. Aber gut, da kümmern wir uns dann beim nächsten Mal auf jeden Fall drum. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund, haut rein, bis dann. Tschüss.